Morgen vor einem Dreivierteljahrhundert brannten vor der alten Universität in Köln die Scheiterhaufen. Den Bücherverbrennungen durch die Nationalsozialisten fielen Werke von Schriftstellern wie zum Beispiel Erich Kästner zum Opfer. Der Literaturkurs des Gymnasiums Kreuzgasse ließ bei einer inszenierten Lesung seine Texte wieder aufleben. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen. Dort stehen die Prokuristen stolz und kühl, in den Büros, als wären es Kasernen. Dort wachsen unterm Schlips Gefreitenknöpfe und unsichtbare Helme trägt man dort. Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe. Und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort. Unter Anleitung von Christa Schulte von der Kult Crossing GmbH haben sich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 monatelang intensiv mit dem Thema Verfolgung von Autoren und Verbot von Schriften auseinandergesetzt. Neben den Kästner-Gedichten trugen sie bei der Abschlussveranstaltung in ihrer Aula auch Texte von Autoren vor, die in der heutigen Zeit verfolgt werden. Ich sage